Karin und Philippa. Hallo. Die beiden würden mich freundlicherweise für Schülerladen vertreten, bis ich jemanden... Bis jemanden richtigen gefunden hat. Na, ihr? Wollen wir vielleicht gemeinsam was spielen? Oh, Entschuldigung, das nervt total. Das ist deins. Nur alte Leute haben hier in denen ich auf Stumm. Karin hat mir von eurer Schnapsidee erzählt. Das ist wieder mal so typisch ihr. Ich habe eine Zusatzaufgabe. Es geht um Müll und... Was heißt Zusatzaufgabe? Dass wir die machen können, aber nicht müssen. Hä? Ja, dann machst du doch nicht. Hä, hey, aber ich wollte doch... Mensch, lass mich nicht verarschen. Mit Zusatzaufgaben fängt's an und später sind es dann unbezahlte Überstunden. Das hier ist eine Hausaufgabenhilfe. Das habe ich nicht jetzt gemacht. Nichts. Das ist es ja. Das ist immer alles wichtiger genommen als die Schule. Aber den Laden hier, den führst du nicht so laissez-faire. Los, alter weißer Mann, helf mir bei Bio. Hilf, lern erst mal Deutsch. Nein, erst Bio. Und was ist das hier? Keine Ahnung, die Nabelschnur. Das ist der Dünndarm. Wieso schreien Sie meine Nichte so an? Haben Sie den Wetter verloren oder leisten Sie hier Sozialstunden? Warum ist es dir nicht egal, was er über dich denkt? Ich werde mich sowas von nett und tolerant um seine Nichte kümmern, der wird sich umschauen. Weißt du, wo die Algebra herkommt? Aus deiner Heimat. Aus Bottrop? Ja. Wir verkuppeln Gerhard und Aydin. Gut, dann machen wir eine Party. Wir lassen die Sau raus. Nimmst du bitte die Schuhe darunter? Ist eine gute Mutter. Wir müssen dankbar sein für diese Menschen, die nicht so sind wie wir. Denn sie sind unersetzlich. Ich lieg auf Salzstangen. Ich in einem Dilemma. Das ist das Leben. Und wem wollen wir noch einladen? Was ist mit Horst? Horst ist tot. Ah, je wirklich. Marlies? Reha. Norbert? AfD. Aber merkt man's? Ja.